Bis hier bei Revelations 2. Heiliger Bimba! Ist mein Leben geil! Sie hat eine Nadel in mich gesteckt? Ich aktiviere das Virus. Claire, kommt drauf aufs Dach! Guck, wir sind die Schwestern. Oh, mein lieber kleiner Gregor. Nicht schuld. Claire, das Mädchen ist weg. Neura wollte zu diesem Turm gehen, als ich bei ihr war. Barry, es ist direkt da vorne. Ich habe auf dich gewartet. Stopp. Na, das nenne ich mal ordentliches Einparken. Ich und Maura wurden hier getrennt. Der nette Mann hat mich geholt. Zwei Whiskers. Was gefunden? Nein, keine Spur von ihr. Was ist wohl passiert? Moira, schau. Hier ist eine Nachricht. Da steht, geht zur Fabrik. Und auf einer Skala von Schwachsinn zu glaubhaft? Sie ist von Neil. Sie ist echt. Hallöchen Leute, willkommen zurück bei Resident Evil Revelations 2 mit der Facecam und ich bin Davy und schon alle Abonnenten, alle neuen Zuschauer, alle Nicht-Abonnenten zu diesem Let's Play dazu begrüßen. Wir sind in der 18. Episode und ja, es geht heiß daher, also wie die... das Mädchen verlieren? Ich hab sie nicht mal nach ihrem Namen gefragt. Vielleicht hat sie sich versteckt, wir können auf dem Weg nach ihr suchen. Ja, man kann halt einfach ein Mädchen verlieren, stell dir das mal vor. Aber es ist sehr, sehr dramatisch, das Ende hier, generell auch das Ende bei Barry gewesen. Das war schon heftig, fand ich auf einer Seite. So, dann gehen wir jetzt mal zur Fabrik. Ja, und es ist sogar auf Russisch geschrieben. Schade, dass Nia Kiwi nicht da ist, aber sie kann auch kein Russisch lesen. Aber es würde mich schon interessieren, was hier abgeht. So, wechseln wir mal zu Moira. Die kann bestimmt irgendwo was gedeichsen. Ah, guck mal, da ist eine Kiste. Nee, warum geht sie nicht kaputt? Vielleicht ein bisschen Muni da. Das wäre ja episch. So, gibt's hier was? Gibt's hier irgendwas, wo glänzt? So, das können wir auch bestimmt nicht kaputt machen. Nein! Also, Claire, warum würde der Boss hierher kommen? Weiß nicht. Aber Neil hat seinen eigenen Kopf. Aber das kann man kaputt machen. So, was soll mir eigentlich hier? Warum muss man zur Fabrik und warum gehen wir nicht zum Turm? Ladesequenz. Was? Mhm. Genial. Das ist doch cool. Das ist doch cool. Die Tür ist zu. Ja, das kann ja richtig sowas. Was war die starke nochmal? Das hier war die starke, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, aber. So, aber beim Maschinengewehr oder bei der kleinen Uzi bleiben wir. So, was geht? So, okay, da hinten ist eine rote Leuchte. Da muss. Willkommen im Kiel. Sie schon wieder. Als hätte sie überall Augen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Sei vorsichtig. Das stimmt. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Leute, wir sind in der dritten Episode. Es ist noch eine Episode eigentlich vor uns. Und jetzt muss eine extreme Wendung geben. Guck mal, hier ist sogar Jesus dargestellt. Wie krass ist das bitte? Sehr schön. Wo ist Neil? Wenn ihr ihn wieder
wir müssen wohl... Wir müssen uns beeilen. Neil braucht mich. Ja. Er braucht dich? Suchen wir drin. Ein Retina-Scanner? In einer Fabrik? Verdammt nochmal! Das Ding lässt uns nicht durch. Was bedeutet, wir brauchen den Augapfel von jemandem. Hurra! Checkboard! Oh, was ist drin? Maschinenmunitionshalter! Okay, hast du es ihr gleich gegeben? Weil du brauchst es ja rein theoretisch nicht übergeben. Dann tun wir gleich hier basteln. Kombinieren mit dem Alkohol. So, da haben wir eine Brennflasche, Stoff. Ne, kombinieren kann man gar nicht mehr. So, Maschinenpistole übergeben wir mal. So, wechseln zu Claire wieder. Nachladen. So, dann ist es wohl die Aufgabe, hier durch diese gleiche grünen Leuchte durchzugehen. So, was finden wir hier? Ist alles auf Russisch geschrieben, das finde ich halt ein bisschen schade. Dann würde, wenn ich Russisch lesen könnte, wäre es ja vorteilhaft. Könnte man es ja wenigstens verstehen. Vielleicht ist ein russischer Zuschauer dabei. Könnte mir mal erzählen, was da steht. Das würde mich echt mal interessieren. So, okay, wir haben nichts mehr zum Verbinden. So, wechseln wir mal zu dir. Hast du irgendwo was, wo du leuchten könntest, Claire? Gibt es irgendetwas? So, nee, da vorne war auch nichts. Gut. Okay, wir haben nur eine Tür, dann gehen wir durch die Tür. Und einen Autosave-Punkt. Aha. Okay. Da geht nichts aufmachen. Okay, da ist noch rot. Interessant, aber hier können wir bestimmt was finden. Gell? Was erschreckst du dich so vom Licht, bitte? Okay, Russisch verstehe ich auch nicht. Oh, Stoff. Sehr schön. Okay, da ist nichts, sonst... Okay, hier ist auch nichts. Gut. Und an den Wänden so? Ich glaube nicht, dass an Wänden irgendwie eine Tür oder so ist. Vielleicht können wir da hinten rein. Nee, die können wir auch nicht zumachen. Okay. Wow, ich muss mich wieder dran gewöhnen. Ich weiß nicht, mir kommt so ab und zu vor, dass das Spiel ab und zu schnell läuft. Da kriege ich so ein kleines Kribbeln so im Körper und nicht, dass mir jetzt schlecht wird dabei, aber trotzdem, okay, da ist noch ein Retina. Oh, hallo, mein Freund. So. Was geht hier? Gar nichts. So, dann gehen wir erstmal hier hinten hin. Okay, hier ist wieder eine Toilette. Okay, ich höre schon jemanden. Da ist er. Hallo. Ja, ist schon gut. What the fuck? Da mutiert er nochmal. Hässlicher Scheißdreck, ey. Unfassbar. Mutierter Drecksack noch. Okay, warum ist die Kloschüssel hier zu und alle andere offen? Damit eine Frau drauf kann. Ho, 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 ho. Nee, Spaß beiseite. So. Alter Falter. Das sind bestimmt die nächsten fiesen Aliens. Okay, von der anderen Seite verschlossen und hier. Natürlich musste die Fabrik eine abgefuckte Fabrik sein. Ja. So, was können wir? Ich gebe dir mal die grüne Pflanze. So, da tue ich nicht. Das sind ja noch zwei Patronen, wo wir so haben. Okay, dann bleibe ich mal bei der Pistole. Okay, wir können rein. Okay. Claire? Oh. Schau, die Decke. Ja.
Aber ich gehe trotzdem erstmal raus, weil ich glaube, wir müssen gleich hier rein. Aber erstmal möchte ich mich umschauen. Vielleicht gibt es noch hier Munition. Okay, das ist von der anderen Seite auch verschlossen. Okay, da ist auch ein Freak drin. Genauso wie hier. Okay, wo sind wir hochgekommen? Wir sind da von diesen Treppen hochgekommen. Wo geht es da hinten hintern? Bevor wir in diesen Raum reingehen. Wo geht's hier entlang? Aha, eine goldene Tür. Und die ist Verarbeitungsschlüsselbaum hier. Aller gut. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier rein. So. Das ist ein Rätsel, 100%. Das ist 100% ein Rätsel. Wenn wir diesen Schlüssel hier wegnehmen. Sieh mal da. Er hat einen Schlüssel im Schnabel. Wir müssen ihn losbekommen. Genau. Super. Super. Okay. Interessant. Das ist interessant. So. Das ist ein Rätsel. Ein Rätsel, Rätsel, Rätsel. So war man es nicht anders zu kennt. You should just accept your death like a grown-up. Okay. Kann man dich... Wie kriegt man da diesen Schlüssel? Verdammt, hat keinen Zweck. Nein. Er ist stabiler, als er aussieht. Mhm. So, wenn ich dir den... Das Auge. Okay, du hast das Auge. Aha. Gut. So. Unten war ja noch was. So, dann gehen wir erstmal jetzt runter. Unten war ja auch noch so eine Tür. So, was gibt's hier drin dann? So, da hinten. War da hinten was? Komm, ah, habe ich da geguckt, ob man da reinkommt? Ah, da kommt man. Also, das ist auch so einer. Jo! Komm. So, und du verwandelst dich jetzt nicht, hä? Braver Bub. Doch, der verwandelt sich auch, der Drecksack. Jo. Das ist ja genial. Das sind jetzt alles mutierende Freaks. Das finde ich ja richtig cool. So, Munition, Pistolenmunition. So, was haben wir hier drin? Gar nichts. Okay, da reinkommen wir nicht. So, stinkende Chemikalie. Fleischli können wir auch nicht mitnehmen. Und du? Kannst du irgendwas anleuchten? Ne, gibt's auch nichts zum Anleuchten. So, einmal nachladen. So, jetzt muss ich mal gucken. So, gehen wir mal in den Raum rein. Was gibt's hier? Ne, Verarbeitungsschlüssel. Hier brauchen wir okay. Also muss mir zuerst da. Das ist Retina-Scan. Das bringt uns von vorne und hinten nichts. So, das heißt, wir müssen zuerst da rein. Wir müssen auf jeden Fall zuerst hier rein. Ich muss mich mit Moira treffen. Warum kommst du nicht mit? Warum bleibt die hier unten? So. Kannst du das benutzen? Nein. Kannst du es auch nicht benutzen. Brauchen wir auf jeden Fall bestimmt dieses Auge, damit wir diesen Retina-Scan machen können, 100%. So, wie regeln wir das jetzt hier? So. Was anzeigen können wir nicht? Hm. Das ist eine gute Frage. So. Eine Linie ist auch vorhanden, aber ich glaube nicht, dass man die Dinger schieben kann. Sobald man hier das Auge rausmacht, das bringt auch nichts. Wenn wir das Auge rausmachen, geht hier das ab. Und alles ist zu.
Das ist bestimmt auch das Gleiche, wenn wir jetzt zum Beispiel... Aha. Interessant. Das ist echt ein interessantes Rätsel, muss ich auf einer Seite euch erwähnen, Leute. Was mich irgendwo auf einer Seite auch fuchst. So, es ist egal, ob wir diesen Schlüssel rausholen oder irgendwas. Ich glaube, sobald wir irgendwas da entfernen tun, wird es soweit dann passieren. So, übergeben. Dass auf jeden Fall, denke ich mal, hier diese Fallen runterkommen. Aber irgendwo muss es eine Möglichkeit geben. Ich glaube, es wäre halt cool, wenn man die schieben könnte, aber man kann die nicht schieben hier. Das ist halt auch das Blöde daran. Vielleicht irgendwie so Gewichtsverlagerung? Ich meine, auch wenn wir jetzt, sag mal, diesen Schlüssel nehmen könnten, glaube ich, wäre es nicht möglich. Das ist halt echt ausgefuchst, das muss ich halt zugeben. Geht's irgendwie noch eine Etage höher eventuell? Nee, ich glaube, da hinten waren hier Kartons. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ja. Hier ist die Couch und die Kartons. Aber irgendwo muss hier ein Hinweis, irgendwo muss es hier ein Hinweis geben. Da ist was zum Leuchten. Sehr schön, ein Kraut für die Kleine. Aber irgendwo muss es ja irgendwas geben. So, schauen wir mal oben. Was steht da? Ah. Hä? Ich verstehe das Zeichen nicht. Da ist nichts. Verstehe das Zeichen jetzt gerade da nicht. Jetzt gehe ich mal nochmal auf die Toiletten da unten. Aber irgendwie muss das ja aus... Es ist schon irgendwo auf eine Art und Weise ausgefuchst. Ich meine, da drin ist auch sowas. Nur halt, dass keine Stacheln an der Decke sind. Aber wir könnten hier runterspringen. Okay, da steht A, B. Irgendwas muss das zu bedeuten haben. Aber was? A, B. Das fuchst mich gerade, das hier. A, B. Aha. Finde ich interessant. Gibt es eventuell... Ah, da ist auch noch eine Tür, aber ich glaube, die ist auch zu, hä? Ja, eine leere Flasche, die nehmen wir mit. So, irgendwo muss es ja auch hier einen Hinweis geben. So, gibt es da irgendwo was, wo wir aufsammeln können oder lesen hauptsächlich? Das wäre halt was. So, hier gibt es auch nichts zum Anleuchten. Ich habe aber schon mal geguckt, das weiß ich vorhin. Aber trotzdem... Ich finde den Raum merkwürdig. Den Raum hier. A, B. Und da war dieses komische blaue Zeichen auf der anderen Toilette. Das macht mich echt gerade stutzig. Ich meine, wenn irgendwo ein Hinweis wäre, wäre es hier vorteilhaft. Aber es gibt ja nicht mal einen Hinweis. Naja. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt Gedanken machen. Und werde jetzt nämlich vor dieser Tür dann den Part erstmal beenden. Es ist ein bisschen kürzer. Tut mir leid, aber ich muss mir gerade Gedanken machen, wie man das lösen könnte. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei Resident Evil Revelations 2. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.